Okay. Ach Leute, es tut mir leid, wirklich. Interview die erste. Ich würde kurz was trinken. Ah, Alter, dieses Ding. Was habe ich denn gesagt eben? Digitalisierung. Ah, das war, okay. Man muss richtig viel pauken dafür. Eigentlich macht es auch Spaß. Ich bin Madeleine. Und ich bin Oma. Und wir studieren Elektro- und Informationstechnik im Bachelor. Viele Schüler haben irgendwie immer das Gefühl oder glauben, dass wir Elektrotechniker vieles machen, was so Elektriker machen. Glühbirnen installieren oder Kühlschränke oder so. Aber eigentlich ist das nichts, mit dem wir wirklich was zu tun haben. Wir machen eigentlich ganz andere Sachen. Ich habe Elektrotechnik nur gemacht, weil ich Klimaschutz machen wollte, also erneuerbare Energien. Ich wollte irgendwie so ein bisschen die Welt retten und irgendwie am liebsten Flieger ohne Emissionen erfinden. Alles wird digital, alles wird elektrisch und das ist genau da, wo wir Elektrotechniker eigentlich ansetzen. Wir sind weltweit eigentlich in so allen Teilgebieten gefragt. Mit dem Wissen und mit den Fertigkeiten, die wir uns im Studium aneignen, können wir in jedem internationalen Unternehmen arbeiten. Wenn man so drüber nachdenkt, in jedem Handy, in jeder Face-ID, in jedem Sensor bis hin zur Cloud, überall dort, wo Strom erzeugt wird, bis man im E-Auto wirklich damit fahren kann, überall steckt E-Technik drin. Wir sind die, die die Photovoltaikanlage nicht montieren, wir entwickeln das. Ich fand immer so Entrepreneurship geil, also einfach zu schauen, dass man als Ingenieur nicht nur in seiner Theorie untergeht, sondern auch schafft, irgendwie eine Innovation zu schaffen, irgendwas, das Menschen halt helfen kann. Und da habe ich halt, also da war der Eindruck von der Turm, den ich hatte, den kann ich auch bestätigen, dass man da eigentlich viel mitnimmt nachher für die tatsächliche Entwicklung von Sachen, die Menschen helfen können. Auch so dieses breite Spektrum an Möglichkeiten, einfach wie viele Leute es da gibt, die gut sind in dem, was sie tun oder sehr, sehr gut. Das macht dann auch Spaß, von denen was lernen zu können. Ja. Das, was die Welt im Innersten zusammenhält, Physik, Elektrizität, Magnetismus, Programmieren. Programmieren hilft tatsächlich auch, wenn man es schon ein bisschen vorher kann, geht Richtung Informatik. Was auch sehr, sehr zentral ist, ist einfach Mathe oder einfach angewandte Mathematik, Signale, Systeme, das ist fast ausschließlich Mathe. Aber auch so grundlegende Technik. Wie funktionieren Schaltungen, wie funktionieren Messtechnik zum Beispiel. Wir sind gerade im Deutschen Museum in der KI-Fabrik. Das hier ist ein Forschungsprojekt von der TUM und hier wird im Prinzip an der Fabrik der Zukunft geforscht. Wir haben uns das selbst gerade so ein bisschen erklären lassen. Man könnte das beschreiben als eine Schnittstelle zwischen KI und Regelungssystemen. Es gibt ganz viele große Forschungsprojekte an der TUM und es sind so viele, man kann auch als Bachelorstudent da schon einsteigen, irgendwie als mit einer HIWI-Stelle, mit einer Bachelorarbeit direkt in diese großen Forschungsprojekte reinschnuppern. Also ganz Verschiedenes auch. Zum Beispiel gibt es eins, wo mehrere Lehrstühle gemeinsam an der neuen Generation der Mobilfunkkommunikation, also 6G, forschen. Genau, die bauen gemeinsam ein Testbed auf. Das ist ein Fachbegriff für ein experimentelles Testnetz, wo sie Anwendungsmöglichkeiten von morgen schon heute ausprobieren. Zum Beispiel nutzen sie diese Netze, um Robotern auch aus der Distanz neue Fähigkeiten beizubringen. Ein anderes Beispiel bei Translatum im Klinikum rechts der Isar gibt es auch super interessante Projekte. Weil wir als Elektrotechniker können nämlich auch in der Medizin arbeiten und forschen, weil auch in Kliniken werden Technologien benötigt und eingesetzt, die wir als Elektrotechniker entwickeln, mit aufbauen, aufziehen. Man ist an der Schnittstelle im Klinikalltag von Problemlösung, Heilung von Krankheit und wir natürlich mit der technischen Komponente ganz stark mit der Technologieentwicklung. Ganz anderes Beispiel jetzt ist es aus dem Bereich Robotik für Gesundheitswesen und Rehabilitation. Die menschliche Hand hat wirklich viele Funktionen, komplexe. Und deshalb ist es extrem schwierig, das in einem künstlichen System nachzubilden. Ein Forscherteam konzentriert sich deshalb auf das Design von Handprothesen, die dem Menschen ähnlicher sind als die gängigen Modelle, die man auf dem Markt findet. Okay.
Weiteres super, super relevantes Beispiel an der TUM beschäftigen sich auch einige Forscher damit, die Informationstechnologie, die wir haben, Smartphones, Tablets, eigentlich alle elektronischen Geräte aus dem Alltag, sowohl die Software als auch die Hardware, sicherer zu machen. Ja, und hier gibt es eine Forschergruppe, die designt, entwickelt sichere Chips für kryptografische Anwendungen. Das heißt, dass Daten so verändert und verschlüsselt werden, dass kein Unbefugter diese lesen kann. Also, was ich persönlich auch unglaublich interessant und spannend finde, ist die TUM, die forscht schon seit über 100 Jahren im Bereich Hochspannungstechnik. Das ist eine große Tradition und hat deshalb auch in den 50er, 60er Jahren damals das Hochvolthaus gebaut, was auch von der Architektur einfach legendär ist. Und hier wird heute an der elektrischen Energieversorgung der Zukunft geforscht. Etwas, was auch ich mir tatsächlich für später sehr gut vorstellen kann. Gerade in den ersten drei Semestern sind die Formate eigentlich immer sehr ähnlich. Man hat so 3 Stunden Vorlesung, 1,5 Stunden kriegt man irgendwas vorgerechnet, kriegt so ein bisschen Beispiel und hat für jede Woche, eigentlich für jedes Fach auch mal ein Blatt, was man selber rechnet. Also das ist auch in den Physik- und technischen Vorlesungen ganz, ganz viel rechnen, selber analysieren. Das wird danach auch weniger, es wird auch praktischer. Das ist in den ersten Semestern ein bisschen grundlagenorientiert, viel theoretisch, viel Mathe. Das wird aber danach auch weniger. Wir haben mehr Übungen, weniger Vorlesungen, mehr Praktika auch. Wir haben in den ersten 2 Semestern die Grundlagenorientierungsprüfungen. Langes Wort, kurzes GOPs. 10 Stück, davon gibt es an der TUM auch in anderen Fächern welche. Wir haben besonders viele und die können sehr, sehr herausfordernd sein. Also man muss unglaublich viel lernen. Es kommen sehr viele Selbstzweifel auf und gerade diese ersten 2 Semester mit diesen Prüfungen können wirklich hart an einem nagen. Was ich lernen musste, ist, man muss sich erstmal von guten Noten ein bisschen verabschieden und einfach sich auf die wesentlichen Dinge fokussieren. Ich will das bestehen und es wird einem gesagt, nachher wird es besser, nachher wird es auch besser. Ja, und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, man darf nicht unterschätzen, man macht deutlich mehr Mathe als in vielen anderen Ingenieurstudiengängen. Also wenn man Mathe nicht mag oder in Mathe nicht gut ist, dann muss man sich noch mal deutlich, deutlich mehr reinfuchsen. Das ist wirklich, wirklich viel Mathe bei uns. Bei mir war es zumindest der Mathe-Vorkurs. Den hat man so in den ersten 3 Wochen vor Studienbeginn. Kleine Gruppen, niemand kennt sich eigentlich, aber der ist auch sehr stark darauf ausgelegt, nicht, dass man Mathe macht, sondern auch, dass man sich kennenlernt. Und das bewirkt wirklich Wunder. Also ich bin bis heute noch mit nahezu exakt der gleichen Konstellation an Kommilitonen und Freunden unterwegs, die ich damals in diesem Mathe-Vorkurs kennengelernt habe. Oder man hat dann in den ersten, zweiten, auch noch teilweise im 3. Semester gibt es Tutorien. Die sind immer in kleineren Gruppen, also zu den Vorlesungen, wo man so 20 bis 30 Leute. Und wenn man da jede Woche 2-mal neben demselben sitzt, dann lernt man sich auch irgendwann kennen, geht mit denselben Leuten irgendwie zum Mittagessen. Also man kann ziemlich viel zu Hause machen, also viele Professoren bieten immer so ein Online-Angebot an mit Videos oder so. Ist aber trotzdem eigentlich sehr empfehlenswert, in die Uni zu gehen, gerade wenn man sich damit seinen Kommilitonen, so mache ich das zumindest immer, danach oder zwischen irgendwelchen Veranstaltungen, wenn man in die Bib sitzt und dann irgendwelche Blätter durchrechnet, nochmal irgendwie so ein Skript durchgeht oder so. Viel gemeinsam lernen ist eigentlich in der Tagesordnung. Ein Unterschied ist zu vielen anderen TUM-Studenten, man ist halt in der Innenstadt. Viele fahren immer raus nach Garching. Hat auf jeden Fall den Vorteil, man ist halt in diesem Innenstadtleben. Also man hat ganz, ganz viele irgendwie Sachen, wo man hingehen kann. Man kann gemeinsam was essen gehen, einen Döner, was trinken gehen. Das ist alles noch direkt um einen drumherum. Und auch so viele Fäden, die TUM veranstaltet. Also auch irgendwie so, ich weiß nicht, gibt es so eine Winterparty oder auch das Galeriefest von uns Elektrotechnikern. Das ist auch alles das da. Das ist riesengroß übrigens. Das müssen wir noch hier mal. Ja. Das ist die E-Technik-Fete. Also ja, und das ist eigentlich schon das sehr, sehr Schöne, was ich sagen muss, was so den Elektrotechnik-Bachelor eigentlich ausmacht. Dass man so zentral ist und viele Sachen machen kann und nirgendwo weit hinfahren muss.